Jetzt sind wir hier und Brettschel ist... Oh. Also, ich habe ihn extra noch angeschaut. Woran das ganze Projekt gescheitert hat, Brettschel. Und so starten wir Drehtag Nummer 4 am Donnerstag. Hey, willkommen zum nächsten Vlog. Brettschel, hallo? Oh, denn irgendwie fehlt er jetzt hier. Wir sind jetzt Viertel vor neun schon hier in der Schule. Wir könnten eigentlich anfangen, nur er fehlt. Hey. So, wir haben es jetzt geschafft, Brettschel, aka Nico, aufzuwecken. Der hat nämlich verpennt, ja. Ja, Benni, sag das mal, wie erklär mal. Also wir waren im Sekretariat unserer Schule, für die das zum Glück besetzt war, und haben die Nummer da von Brettschel rausgefunden. Dann haben wir Brettschel darauf angerufen, ist die Mom rangegangen, hat Brettschel am Telefon aufgeweckt und er hat so verschlafen gesagt, ja, ich komme gleich. Brettschel ist eingetroffen. Ja. Guten Morgen. Hallo. Wie fühlen Sie sich? Müde. Hatten Sie eine gute Nacht? Ja, Tim, jetzt ist seine Time mit ich. Ja nicht so lange geschlafen. Er hat übrigens seine Sonnenbrille vergessen. Die habe ich nicht vergessen, die hat Benni vergessen. Nein, du hast die vergessen. Ja, Punkt aus Ende. Okay, Benni hat sie vergessen. So, jetzt haben wir eigentlich alles soweit gedreht. Wir können weiterreden. Ich rede nur nebenbei mit der Kamera. Und es fehlt uns jetzt noch ein Take für den Schluss eigentlich. Und dann haben wir eigentlich alles. Zwischendurch hat es kurz geschüttet, aber jetzt ist irgendwie wieder gutes Wetter, ist irgendwie komisch heute alles. Und wir haben es jetzt echt geschafft, alle Kopfhörer, die wir hatten, zu zerstören. Beziehungsweise zu verkacken. Komm, verkünden Sie sie. Statement zum Dreh. Also insgesamt das Statement. Also ehrlich gesagt finde ich, dass es eigentlich von der Crew her sehr gut geklappt hat. Also von jedem. Carsten, 3. Die Zeiten waren vielleicht nicht immer optimal. Aber ansonsten, wir haben von sonst. Das Einzige, was uns halt echt massiv auch in der Zeit eingeschränkt hat, ist das Wetter. Und ansonsten erstaunlich gut. Es ist nichts kaputt gegangen. Jeder hat sich erstaunlich gut mit seiner Rolle hineingefunden. Und am besten so. Ja. Nein, kann ich gar nicht sagen. Und ja, man wird jetzt sehen, wie es wird. Also von Montag an mit einem recht chilligen Drehtag, in Anführungszeichen, mit einem Terror am Dienstag, mit einem noch größeren Terror am Mittwoch, wobei das ging noch, und jetzt nochmal. In aller Frühe ist den ganzen Terror zum Teil nochmal. Und ich möchte mich jetzt an der Stelle nochmal allen bedanken, die in meiner Weise mitgewirkt haben. Es werden noch genug Statements dazu kommen. Besonders natürlich bei der Crew, die hier jetzt in diesem Moment dabei ist und die beim Dreh mitgemacht haben. Und ich denke, dass wir eine gute Chance haben, wieder nach Aurich zu kommen. Wir werden jetzt natürlich die nächsten Schritte einleiten, um das ganze Ding fertig zu machen. Und deswegen möchte ich mich an der Stelle nochmal bei allen bedanken und ich würde mal sagen, auf das fertige Endprodukt.